Ja, herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge des Vikings TV Trainings Talks hier im VIP-Bereich des Castello. Heute vor dem Spiel gegen den THSV Eisenach am Samstag um 18 Uhr ist kein Spieler und kein Trainer bei mir, sondern Geschäftsführer René Witte. Hallo René, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat ja einen ganz besonderen Grund, dass du heute hier bist, denn der kommende Gegner aus Eisenach ist dein Heimatverein. Wie sind denn da noch die Kontakte zu, was dürfen wir für einen Gegner erwarten am kommenden Samstag? Ja, also ich bin in Eisenach geboren, ich bin da aufgewachsen. Ich habe mit 5 Jahren in Eisenach schon Handball spielen gelernt und durfte da Lernjahre spielen. Ich habe insofern gute Kontakte, dass ich eigentlich alle Leute aus dem näheren oder weiteren Umfeld des THSV Eisenach kenne. Und wenn man es nur vom Sehen weiß man, wer immer zum Handball geht. Eisenach ist eine handballverrückte Stadt mit viel Tradition. Dort wird Handball gelebt und wenn man dort aufwächst, dann ist es eigentlich klar, zu welcher Sportart man wechselt, und das habe ich auch zu verdanken, warum ich heute noch dem Handball treu bin. Ja, die Mannschaft ist natürlich eine andere, als ich vor 17, 18 Jahren meine Heimat verlassen habe. Den Trainer Christoph Jauernick, den habe ich schon in der B-Jugend das ein oder andere Mal trainieren dürfen, noch in Eisenach. Das war meine erste Trainerstation im Jugendbereich. Ja, ich kenne den ein oder anderen Spieler, ich kenne den Manager ganz gut. Auch vom Pressesprecher über den Hallenwart sind mir alle geläufig. Ich weiß, dass Eisenach immer auch mit vielen Fans kommen wird. Es ist zu Hause in Eisenach eine fantastische Stimmung. Insofern ist das vielleicht auch hier ein ganz guter Rahmen. Aber für diese 60 Minuten müssen wir natürlich jede Freundschaft da auch abschalten. Ich hoffe, dass unsere Mannschaft gegen einen Gegner, der meines Wissens oder meines Gefühls nach, ich nicht weiß, warum sie da unten stehen, was die Kaderstärke anbetrifft. Das ist mir auch ein Rätsel, aber sie haben einen Umbruch nach der Saison gemacht, haben sich mit der einen oder anderen jüngeren Variante auf einer Position entschieden. Das braucht auch ein bisschen Zeit, sich da einzuspielen. Und insofern ja, ist vielleicht auch dieser Start ein bisschen zu erklären. In Eisenach ist immer ein großes Erwartungsumfeld. Man möchte immer gerne um die Plätze 1, 2, 3 mitspielen. Man hat sich selber dieses Jahr zum Ziel gesetzt, dass man unter die ersten 6 kommen will, also ins erste Drittel kommen will. Und möchte eigentlich in 2 Jahren wieder an der Tür zur Bundesliga klopfen. Und insofern sieht man schon, was da für eine Erwartungshaltung ist. Und die sind sie bisher noch nicht gerecht geworden. Aber ich bin mir sicher, dass Eisenach am Ende der Saison über dem Strich stehen wird, nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Hoffe aber auch, dass es jetzt nicht am Wochenende losgeht, sondern dass sie die Aufholjagd nach unserem Spiel beginnen. Und wünsche mir natürlich 2 Punkte gegen den THSV. Du hast es gerade schon angesprochen, der Saisonstart vom THSV ist nicht so gelungen. Mit 2:18 bilden sie gerade das Tabellenschlusslicht. Ist das aus unserer Sicht gut oder ist das schlecht? Kommen die jetzt besonders motiviert hin? Ja, also Eisenach hatte 2 Wochen Pause. Eisenach hat auch eine lange Verletzten-Misere gehabt. Mürköster hatte eine Fußverletzung, die musste auskuriert werden. Daniel Luther, eines der Figuren schon seit Jahren in Eisenach, nicht nur als Abwehrstratege, aber auch als Angreifer und Mannschaftskapitän, hat lange gefehlt, ist seit 2, 3 Wochen wieder zurück. Das ist natürlich was anderes. Mittelmann Schliedermann hatte eine lange Verletzung durch einen Unfall und ist jetzt wieder zurückgekommen. Das sind auch alles Ursachen, warum es vielleicht in Eisenach noch nicht so bisher gelaufen ist. Jetzt vermeldet der Gegner, dass sie vollzählig sind, das heißt, sie werden mit voller Kapelle ankommen, und ich hoffe nicht, dass der Knoten hier platzt. Ich weiß, das merkt man ja auch und liest auch, was die Mannschaft da für Druck hat, aber ich kann allen versprechen, dass wir es denen nicht einfach machen werden und bis zur letzten Sekunde alles geben werden, damit wir hier gewinnen, egal mit welcher Aufstellung wir am Ende spielen, denn jeder weiß ja mittlerweile, was wir für einen verletzten Pech haben. Ja, gerade auch jetzt nach Hildesheim. Ja, du sprichst es gerade an. Also Daniel Pankofer und Alexander Oelze, 2 Schlüsselfiguren im Angriffsspiel der Vikings. Wie ist denn da der Stand der Dinge und wie kann man aus deiner Sicht als ehemaliger Trainer diese Verletzung auffangen? Also ganz aufzufangen ist sie nicht. Wenn du den ersten Mittelmann und den ersten Halblinken, unsere Top-Torschützen bis zu dem Zeitpunkt,
verlierst, dann ist das nicht ganz aufzufangen. Wenn man dann noch weiß, dass wir nicht die angriffsstärkste Mannschaft sind, dann wiegt das umso schwerer. Nichtsdestotrotz haben wir einen großen und guten Kader und ich spüre das auch, dass alle anderen jetzt auch in die Bresche springen wollen. Das hat man in Hildesheim gesehen, was wir für einen aufopferungsvollen Kampf da geleistet haben. Das war auch nicht einfach und die Mannschaft hat sich da wirklich durchgebissen und das sind die Tugenden, die es jetzt gilt, rauszuholen. Wir müssen mit kühlem Kopf, mit 2, 3 taktischen Finessen unser System etwas umstellen. Aber wir haben dafür eine Reihe von Spielern, wo ich hoffe und wo ich denen auch zutraue, dass der Knoten platzt oder dass sie ihre Leistung weiter steigern werden und einen großen Kampf, aber mit viel taktischer Disziplin gegen Eisenach bestehen werden. Unser Prunkstück ist die Abwehr. Darüber werden wir uns definieren müssen und mit einem guten Torwartspiel dahinter. Und ich hoffe, dass das am Samstag auch funktioniert. Und ähnlich wie gegen Hildesheim darf man sich nicht allzu viele Angriffsfehler erlauben. Das heißt, wir müssen dort effektiv spielen. Ja. Und ich bin mir aber sicher, dass der Trainer sich da unter der Woche viele Gedanken gemacht hat und auch noch machen wird, damit wir gut vorbereitet auch gegen Eisenach spielen. Wie wichtig ist denn vor dem Hintergrund, dass Ali und Daniel Pankofer ausfallen, dass mit Felix Hanschke und Chrissy Klaßmann 2 Spieler wieder mehr oder weniger fit sind und am Samstag eingesetzt werden können? Ja, das hat man ja gesehen. Christopher Klaßmann hatte eine schwere Rückenverletzung, brauchte auch 2, 3 Wochen Pause und ist der Knoten scheint in Hildesheim geplatzt zu sein, hat dort ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat viel Verantwortung übernommen. Felix Hanschke sollte eigentlich nur für Kurzeinsätze zur Verfügung stehen und hat auch schon sehr lange gespielt aufgrund der Verletzungsproblematik. Und ich finde, beide haben das toll gemacht, haben einen tollen Job da gemacht. Aber beide sind eben auch noch nicht bei 100%. Und ich hoffe, dass man jedes Training dann eben diese 100% erreichen kann und durch das Spiel natürlich sich dann auch wieder Sicherheit holt. Und aber wir haben eine ganz andere Reihe von Spielern, die da unterstützen können. Und jeder muss halt auch ein Stück weit der Aufgabe von den verletzten Spielern übernehmen. Und ich erwarte halt eine hohe Konzentration, eine hohe Flexibilität und 120%iges Engagement. Ja, das ist wichtig, dass wir auch, wenn wir hier zu Hause sind, wie auch gegen Hamm, die Leute mit einer Kampfleistung, mit einer Einstellungsleistung überzeugen. Auch Hamm war spielerisch und personell viel stärker als wir. Und das ist auch Eisenach. Und trotzdem haben wir es geschafft und wir müssen daran glauben. Aber mit kühlem Kopf, nicht immer nur Kampf ist auch nicht das Allheilmittel, sondern man muss schon die taktischen Vorgaben machen. Wir haben dazu den Kader, wir sind breit aufgestellt. Ich habe absolutes Vertrauen in die Mannschaft und in den Trainer. Wie sieht es denn aus deiner Sicht, oder sagen wir aus Sicht der Führungsetage, wie schätzt ihr den bisherigen Saisonstart? Ist jetzt vielleicht schon ein bisschen zu groß gegriffen, aber es sind jetzt 8-12 Punkte nach insgesamt 10 Spielen. Platz 12 steht, glaube ich, derzeit zu Buche, nach zunächst 4-4 Punkten, dann 4-12 Punkten, jetzt die letzten beiden Spiele gewonnen. Wie schätzt du diese ersten 10 Spiele ein? Ja, wir haben ungefähr ein Viertel der Liga jetzt hinter uns. Dort kann man nach 10 Spielen vielleicht schon mal ein Fazit ziehen. Wir sind mit 4-4 Punkten eigentlich gut in die Saison gestartet, hatten dann auch Spiele, was Coburg anbetrifft oder Baling, da muss man nicht unbedingt gewinnen. Dort haben wir zumindest, was Baling anbetrifft, ein sehr gutes Spiel gemacht. Coburg zumindest die erste Halbzeit. Das war okay. In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann ein bisschen zu leicht ergeben. Das fand ich nicht so gut. Da hätte man sich anders präsentieren können, aber das hat die Mannschaft auch selber erkannt. Dann kam eine Reihe von Spielen, wo wir eigentlich immer auf Augenhöhe waren und teilweise auch, wie soll ich sagen, die Spiele hätten gewinnen müssen. Wenn wir Elbflorenz oder Dessau sehen, dann haben wir eigentlich durch unsere Fehler dem Gegner ermöglicht, die Punkte zu holen. Ja. Das war bitter und gegen Hagen hätten wir gewinnen müssen, waren aber von Anfang an eigentlich die schlechtere Mannschaft und haben es in dem Spiel auch nicht verdient. Insofern sind wir auch in so eine kleine Spirale reingetreten und die Mannschaft hat sich dann mit dem Trainer wirklich zusammengesetzt und hat das auch gut analysiert und siehe da, man kann Hamm und man kann auch in Hildesheim gewinnen und insofern haben wir die Punkteausbeute, die wir eigentlich nach 10 Spieltagen haben wir erreicht, aber ich warne auch davor, da auch nur 1 Zentimeter nachzulassen,
Von der Papierform her und wenn man unsere Verletzten sehr sieht, ist es schon so, dass wir in keinem Spiel vielleicht der Favorit sind. Aber man sieht das auch in der Liga, jeder kann jeden schlagen und das muss ich eben von der Mannschaft erwarten, dass sie daran glaubt, in Eisenach erfolgreich zu sein. Und ich bin nicht so einer, der dann sagt, okay, danach kommt Aue, danach kommt St. Louis und dann tun wir noch 4, 5 oder was weiß ich Punkte. Das nicht, sondern ich versuche im Hier und Jetzt zu leben und zu sagen, Eisenach ist jetzt das Thema Nummer eins. Alle Konzentration auf Eisenach. Und 8-12 Punkte sieht für einen Aufsteiger gut aus. Wir sind mit Elbflorenz der beste Aufsteiger. Wir haben, ich glaube, 12 Tore weniger geworfen oder mehr bekommen, je nachdem, wie man sieht. Aber ich denke, der Start ist uns erstmal gelungen. Wir haben Abstand zu den Abstiegsplätzen, 4 Punkte. Die können aber auch schnell weg sein. Davor warne ich. Aber wir sind im Soll. 8-12 Punkte klingt gut. 10-12 klingt besser. Klingt besser, ja, das stimmt wohl. Ich würde jetzt mal gerne zum Abschluss mal weg von der ersten Mannschaft kommen. Jetzt wird in den nächsten Tagen wird es einen Infoabend geben für die Nachwuchs. Für den Nachwuchs. Denn es gibt ja eine Kooperation mit dem Lessing Sportgymnasium hier in Düsseldorf. Vielleicht kannst du da auch ein bisschen was zu erzählen. Ja, dass die NRW Sportschule auf dem Lessing Gymnasium und das Lessing Berufskolleg hat Handball als Schwerpunktsportart wieder aufgenommen und hat in Kooperation mit der HSG Neuss Düsseldorf und den Rhein Vikings Handball wieder als Schwerpunktschulfach, Sportschulfach da wieder aufleben lassen. Das hat uns natürlich sehr gefreut, weil es unseren Kaderspielern, unseren Spielern generell die Möglichkeit gibt, Schule und Training zu verbinden. Und das ist ein paar Jahre lang in Düsseldorf eingeschlafen und unser Verein hat sich dazu entschieden, dass wir das wieder beleben wollen, weil wir haben einen sehr, sehr guten Nachwuchs und unsere Aufgabe ist es, grundsätzlich diesen Nachwuchs bestmöglich zu fördern in Verbindung mit dem dualen System, also mit der Schule. Das bietet so eine Sportschule an und es gibt kaum Städte, die so eine Infrastruktur bieten oder solche Regionen. Und deswegen haben wir uns entschieden, so einen Infoabend zu machen für alle Eltern, die diese Jahrgänge betreffen, zu überlegen, ob man das Training und die Schule verbinden kann, wo es freie Zeiten freigeschaufelt werden, wo man ins Vormittagstraining kann, wo unsere Nachwuchstrainer, unsere A-Lizenztrainer das Nachwuchstraining leiten vormittags und wo die Schule eben nicht zu kurz kommt. Und das sind eigentlich Top-Bedingungen. Und wir werben dafür, dass unsere Handballer eben auf dieses Lessing-Gymnasium gehen, damit wir dort auf kurze und mittlere Sicht Handballklassen, Sportklassen machen können, um noch besser und intensiver die Ausbildung der einzelnen Spieler zu ermöglichen. Und wenn man so eine Chance hat, das gibt es nicht allzu oft, dann sollte der Verein auch möglichst alles dafür tun, den Eltern und den Spielern die Möglichkeit zu bringen, so eine Kombination zu machen. Für uns ist das ein Glücksfall und das einhergehend auch mit nächstes Jahr mit der Beantragung des Jugendzertifikats, wo ja auch das Vormittagstraining ein großer Bestandteil ist. Und wenn man sich unsere Jugend anguckt, unsere A-Jugend-Bundesliga ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten, das spielt bisher, finde ich, eine sehr, sehr gute Saison. Unsere B-Jugend hat erst eine Niederlage, ist auf Platz 2 und ist am Top-Favoriten Dormagen dran. Unsere C-Jugend ist ganz oben dabei. Und dann gibt es noch viele andere Mannschaften, C2, D2, D1, die alle sehr, sehr gut zurzeit sind. Wir sind der größte Nachwuchsverein in der Region durch die Kooperation geworden. Und unser Auftrag ist es, Spieler aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft zu integrieren und ihnen auf den Weg dahin sie zu begleiten und alles dafür zu tun, dass wir Bundesligaspieler irgendwann entwickeln, die aus Neuss und Düsseldorf kommen, aus der Region kommen. Und das ist harte, lange Arbeit, aber das haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir aus der Region auch Spieler in das Team führen sollen. Und das ist dann die Kooperation mit dem Lessing-Gymnasium, ist ein Baustein, aber ein wichtiger Baustein dazu. Wie wichtig ist denn dieser Baustein im Hinblick auch auf das geplante Jugendleistungszentrum, was jetzt mittelfristig entstehen soll? Also unsere Idee ist natürlich, dass wir für das Rheinland, für den Niederrhein ein Nachwuchsleistungszentrum der Vikings entstehen lassen. Dort müssen wir aber erst die Vorstufen bilden, damit wir überhaupt in die nächste Stufe reingehen können und auch mit den Städten reden können, was möglich ist, ob wir vielleicht Teilinternatplätze bekommen, ob wir vielleicht irgendwann ein Vollinternat machen können.
um aus der Region eben oder aus der größeren Region eben auch Talente hier ins Rheinland, nach Neuss und Düsseldorf zu holen. Auch da bietet wieder die Stadt Düsseldorf sehr, sehr viel und gute Infrastruktur. Aber bevor wir da sind, haben wir erstmal die Hausaufgaben intern zu machen. Mhm. Das ist ein mehrstufiges System. Und es ist ja nicht einfach damit getan, jemand in Süddeutschland zu scouten, den hierher zu holen, und die Infrastruktur steht nicht. Oder die Trainingsqualität ist noch nicht da. Und insofern gibt es da eben auch Arbeitsgruppen, die intensiv daran arbeiten, wie wir die absolute Spitze im Nachwuchs hier in der Region erreichen. Wir wollen der Ausbildungsverein in den nächsten Jahren werden. Dort haben wir auch links und rechts Konkurrenz. Und die ist uns auch voraus. Aber was ich sagen kann, wir haben sehr, sehr gute Nachwuchstrainer, das muss man sagen. Und wir haben ein sehr, sehr gutes Umfeld, also auch was Trainingsmöglichkeiten betrifft, Material, Hallen, Sportplätze, Stadien. Das ist alles schon sehr, sehr weit. Das müssen wir jetzt als Puzzle so ein bisschen zusammenfügen und müssen da ein System entwickeln. Und ich bin mir sicher, dass wir dann vielleicht auch noch nicht 2020 oder 2021, aber das kann manchmal schneller, manchmal länger ein bisschen dauern, dass wir uns auch da so einen Zeitfaktor setzen von 3 bis 5 Jahren, wo viele dann sagen, bei den Vikings werde ich gut ausgebildet. Mhm. Da möchte ich hin. Das ist ja jetzt schon zum Großteil der Fall. Ja. Wir haben ja auch ein paar Jungs in der U23, die auch immer mal wieder beim Training der ersten Herren mit reinschnuppern können. Wen siehst du denn da, der da vielleicht in nächster Zeit mal den Sprung schaffen könnte? Ja, bei sowas muss man immer vorsichtig sein. Ne? Zum einen, weil natürlich das Tagesgeschäft schon brutal ist. Also man hat als Trainer fast keine Zeit mehr, Spieler zu entwickeln. Mhm. Das muss man auch sagen. Der Sprung von der A-Jugend in die zweite Liga ist unfassbar schwer. Und auch von der vierten Liga in die zweite Liga. Mhm. Aber regelmäßig, das ist richtig, regelmäßig trainieren immer wieder Leute wie Tobi Middell oder Moritz Görgen schon mit. Und die machen da auch einen guten Job. Wenn ich auch unseren Torhüter Nils Konrad sehe, der ja eigentlich noch B-Jugend spielen könnte und auch schon in der A-Jugend überragend ist. Und die, wenn man auch mal guckt, wo die dann herkommen, so Nils kommt eben aus Altekerk. Ne? Also wir haben schon einen großen Einzugskreis. Mhm. Dann bin ich der Meinung, dass das eventuell so sein könnte. Ich könnte jetzt viele nennen, ohne dass ich da irgendjemand, das ist aber die Gefahr, dass man jemanden vergisst, ja, aber ich finde auch Daniel Zwark spielt eine sehr, sehr gute Saison und da müssen wir gucken, wie der Weg weitergeht und bin da sehr optimistisch, aber das sind so die Spieler, die ich so ein bisschen im Auge habe und die wir auch besonders fördern müssen und wollen mal schauen, ob der ein oder andere es vielleicht nächstes Jahr in den Kader schafft. Ja, da hoffen wir alle drauf. Wäre ja eine schöne Geschichte. René, dann an dieser Stelle vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank an euch zu Hause, dass ihr zugeschaut habt. Ich möchte am Ende noch einmal kurz darauf hinweisen. Am Samstag, diesmal um 18 Uhr, nicht wie gewohnt um 19 Uhr, hier im Castello kämpfen die Vikings gegen den THSV Eisenach um die nächsten 2 Punkte in der Liga. Ersatzgeschwächt, und deswegen brauchen die Jungs euch umso mehr. Also kommt fleißig in die Halle. Wir freuen uns alle. Bis dahin, macht's gut. Ciao.